auch. Daniel, dich würde ich um ein paar Worte bitten. Ja, ich denke, dass wir am Anfang ganz gute Lösungen gefunden haben gegen das Pressing von Groß Asbach. Sieht man auch dann das Tor, auch die anderen Möglichkeiten, die wir noch gehabt haben. Danach haben wir nicht mehr so die Überzeugung gehabt und vor allem auch den Zeitpunkt gefunden, den Ball dann auch in die Spitze zu spielen. Haben wir zu viel quer gespielt und dadurch hat Groß Asbach immer wieder die Möglichkeit gehabt, uns unter Druck zu setzen. Aber trotzdem haben wir immer wieder gute Passagen gehabt. Dann ist leider Lacker, also eine unnötige gelbe Karte, dann macht er noch ein blödes Foul. Oder hat eine blöde Aktion an der Eckfahne. Dann kam die Ansage vom Schiedsrichter, wenn er noch einen Foul macht, dann muss er vom Platz runter, deswegen haben wir dann auch gewechselt. Ansonsten das 1-1. Natürlich, wir haben eine Umschaltsituation, verlieren den Ball und wir rücken einfach zu langsam mitten raus. War jetzt auch schon das Öfteren das Thema bei uns. Da müssen wir einfach schnell hinten rausrücken, dass wir einfach besser den Konter verteidigen können und vor allem dann besser auf dem abgewehrten Ball von Groß Asbach kommen. Das haben wir nicht gemacht, deswegen auch der Freistoß dann das 1-1. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder einige Abschlüsse gehabt, wo wir das Tor nicht getroffen haben. Das ist auch ein Thema noch, wo wir einfach besser machen müssen. Da brauchen wir momentan noch zu viele Torchancen, einfach um ein Tor zu erzielen. Weil ich denke, wir hatten genügend Torchancen heute auch gegen so eine gute Abwehr, wie Groß Asbach sie hat, dass wir Tore erzielen hätten können. Da brauchen wir einfach momentan noch zu viele Torchancen. Und das 2-1 ist natürlich ein vertikaler, flacher Ball durch das komplette Mittelfeld hinter unsere Kette. Das ist natürlich ein Wahnsinn, das darf nie passieren, das Tor. Da haben wir uns ganz schlecht angestellt, was positiv war nach dem 2-1, dass wir sofort zurückgekommen sind, dass wir alles probiert haben, dass wir das 2-2 noch erzielt haben. Deswegen haben wir da Moral gezeigt. Aber trotzdem, das 2-1, da darf aus meiner Sicht, auch wenn es gut gespielt war, darf einfach nicht fallen. Da müssen wir besser verteidigen. Sind in der Mitte zu offen, sind die Schnittstellen sind zu weit offen und dann kommt der Ball dadurch. Deswegen, ja, einerseits sage ich, haben wir viele gute Aktionen gehabt. Andererseits, bei den Toren müssen wir uns einfach viel besser anstellen. Danke.